Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video, in dem es um die neuen Bereiche in unserem Diskussionsforum geht zu all meinen Themen, also Human Design, das Unbewusste, kreiere dir deine magischen Momente und, und. Wie gesagt, es gibt ein paar neue Bereiche und ich möchte dich gleich mitnehmen in das Forum. Und zwar, wenn du als Gast in das Forum kommst, hast du weniger Bereiche als registriertes Mitglied. Du siehst sie aber hier zum Beispiel angezeigt. Also das sind die Unterforen. Es gibt ein allgemeines Forum, dann nur für registrierte Mitglieder, Human Design für Einsteiger, für Fortgeschrittene ist dann wieder nur für Registrierte. Kreiere dir deine eigenen magischen Momente, Persönlichkeitsentwicklung und mehr über mich. Wenn wir uns Allgemeines mal anschauen, also ich klicke jetzt einfach hierher, es werden alle Unterforen angezeigt. Das heißt, hier geht es um die Regeln für ein erbauliches Miteinander, weiterführende Links und Buchempfehlungen. Wenn du hierher klickst, klappen dann alle Themen auf, die in diesem Unterforum schon erstellt sind. Du siehst hier, dass es ganz viele Buchempfehlungen eben gibt oder eben auch Links, zum Beispiel das Blaue I Ching von 64 Keys, findest du für jeden ersichtlich im Forum. Ich gehe jetzt wieder zurück auf die Forenübersicht, klappe das wieder weg und gehe jetzt mal zu nur für registrierte Mitglieder, die du ja als Gast nicht siehst. Das heißt, du siehst zwar die Überschriften, aber hier hast du, warum wird mir hier nichts angezeigt? Und wenn du draufklickst, dann bekommst du die Info, dass du nicht die Berechtigung hast. Warum gibt es einen Bereich nur für registrierte Mitglieder? Ganz einfach, weil ich jetzt zum Beispiel so Kurzreadings oder eben konkrete Aussagen zu Teilnehmern, Mitgliedern des Forums nicht für alle öffentlich sichtbar machen möchte. Dann haben wir zum Beispiel den Bereich Human Design für Einsteiger und das ist etwas, was du auch als Gast lesen kannst, wobei eben nur lesen kannst. Das heißt, hier hast du zum Beispiel bei Tore, Kanäle und Zentren hast du zum Beispiel all meine Videos verlinkt und viele andere Dinge noch mehr. Das heißt, du brauchst nicht auf dem YouTube-Kanal suchen und im Blog suchen, sondern hier hast du dann das alles immer irgendwie zusammengefasst. Das ist erst im Aufbau, das heißt, es kommt sicher noch etwas dazu, aber hier kannst du schon mal bestimmte Dinge, die heraussuchen, zum Beispiel Tore und Linie und Planeten, dann hast du hier jetzt nur unter Anführungszeichen einen Blogbeitrag und ein PDF, wo du dir die Planetenthematiken herunterladen kannst. Also manchmal ist es ganz kurz, manchmal sind es ausführliche Beiträge. Hier jetzt eben Human Design für Einsteiger. Mit den Unterteilungen für Fortgeschrittene gibt es wieder nur für registrierte Mitglieder. Und dann gibt es einen Bereich, der sich nennt, kreiere dir deine eigenen magischen Momente. Hier geht es eben speziell um das Unbewusste, um Hunger, um Energiearbeit. Da ist jetzt noch nicht so viel drinnen, aber ein paar Bereiche gibt es trotzdem schon und ein paar Infos gibt es schon. Und dann ist eben der große Bereich Persönlichkeitsentwicklung und da habe ich jetzt eben einen neuen Bereich wieder rein. Das heißt, vor kurzem habe ich Scanner-Persönlichkeiten nach Barbara Scheer und alles, was dazu passt, als zusätzlichen Bereich reingenommen. Wenn du schaust, hier gibt es eben angepinnt oben aktueller Stand der Studie und meine Videos zum Thema. Das heißt, hier hast du immer das Aktuelle und dann eben die jeweiligen Beiträge, die eben hier schon geschrieben worden sind. Wenn ich zurückgehe auf Persönlichkeitsentwicklung, dann haben wir auch allgemeine Überlegungen zum Mindset, dann die Denkmodelle, die wir auch eben als Videos haben, das heißt hier dann auch noch zusammengefasst und etwas ergänzt. Du siehst eben, dass da auch noch Sekten und oder Krebsblau, das heißt, das ist ein Beitrag, den ich hier geschrieben habe und du kannst eben als Gast viele Dinge kannst du lesen, du kannst jetzt nicht kommentieren oder bewerten oder irgendwas, aber du kannst bei den Bereichen einfach auch mitlesen. Und dann gibt es eben noch selbstverständlich auch mehr über mich, das heißt meine kostenlosen Infos, die kostenpflichtigen Angebote und meine Bücher. Nachdem das Forum an sich jetzt kostenlos für
auch für Mitglieder ist, für den Großteil der Mitglieder ist, habe ich eben natürlich dann unten auch noch Werbung für mich dabei oder eben meine Angebote dabei. Aber wie gesagt, das ist ganz unten, musste ich nicht stören. Warum solltest du dich registrieren? Ich meine, außer dass eben du mehr Bereiche hast, wenn du registriertes Mitglied bist. Ich gehe jetzt mal rüber, wo ich eingeloggt bin. Ich hatte das in einem privaten Tab aufgemacht. Hier hast du jetzt das im eingeloggten Zustand. Das heißt, das ist jetzt meine Ansicht, wenn ich mich eingeloggt habe. Hier hast du zu Beginn, das hat jeder, der sich registriert, hat jetzt hier, was gibt es Neues? Das sind immer die letzten Dinge, die geschehen sind, aufgelistet. Du hättest dann auch bei den einzelnen Beiträgen auch immer heraus dann eine Anzeige, dass eben jemand anderer was geschrieben hat, beziehungsweise eben hier, wenn wir jetzt auf diese, auf Allgemeines gehen, das hast du ja als Gast schon gesehen, hier könntest du jetzt auch antworten, kommentieren, an Umfragen teilnehmen. Und wenn ich jetzt auf den Bereich gehe für nur für registrierte Mitglieder, siehst du, dass da hier jetzt viel mehr ist, als wir als Gast auch gesehen haben. Hier gibt es eben den Vorstellungsbereich, die Übungswiese. Da geht es eben darum, wenn jemand spezielle Fragen zu seinem Chart hat, wird das hier behandelt. Dann haben wir noch einen Bereich für Promis, um die zu deuten und darüber etwas zu machen. Wünsche und Anregungen. Dann eben einen allgemeinen Bereich für dies und das und alles, was ein bisschen nirgends dazu passt. Dann habe ich genannt Goodies für registrierte Mitglieder. Das heißt, hier hast du jetzt alle, zum Beispiel alle PDFs der Folien von meinen Videos der letzten Wochen und Monate. Also hier PDFs der Basics von Human Design, Begriffe begreifen und auch die Kanäle, Tore und Zentren. Da gibt es jetzt eben die Folien als PDF zum Downloaden, dass du jetzt auch die ganzen Unterlagen noch zusätzlich zur Verfügung hast. Diskussionen zu den einzelnen Bereichen dann eben oben in der internen Übungswiese. Dann gibt es hier auch noch etwas Geschichten und Metaphern, wo ich auch zum Beispiel meine kleine Seele von dem Buch Seelenheil reingestellt habe und sonst eben so Metaphern, die ich irgendwo im Internet finde oder die irgendwer anderer im Internet findet. Das heißt, es ist jetzt nicht nur, dass ich da schreibe, nur nachdem ich ihn aufgemacht habe, habe ich natürlich gleich einiges reingestellt. Okay. Virtuelle Klagemauer war nur, wenn jemand eben eigentlich nichts lösen will, sondern nur sich irgendwo ausweinen möchte. Dann gibt es hier noch einen Bereich nur für Mitglieder der kostenpflichtigen Workshops. Der ist jetzt noch nicht befüllt. Da geht es dann um einen Austausch zwischen den Mitgliedern der kostenpflichtigen Workshops. Da können auch registrierte Mitglieder nicht einsehen, nur wirklich die dann an den Workshops teilnehmen. Human Design für Einsteiger, siehst du wieder, es gibt einzelne Themen, einzelne Bereiche, Chart, Körpergrafik lesen, hier hast du zum Beispiel die ganzen Basics. Wie schaut eine Körpergrafik nach 64 Keys aus? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du einen Chart lesen kannst und vieles weitere noch. Das heißt, das war jetzt dieses Human Design für Einsteiger. Für Fortgeschrittene haben wir eben Inkarnationskreuz, Variable, Lebensabschnitte, Interaktionen, Business und Pentas. Für jene, die sich registriert haben. Damit wir auch hier, ich möchte einen Anreiz bieten, dass sich die Mitglieder auch registrieren, weil es eben auch schöner ist, sich ein bisschen kennenzulernen und auch auszutauschen. Bei Kreiere deine magischen Momente geht es eben, habe ich vorher schon gesagt, bei den Gästen und Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, hier ist jetzt ganz neu diese toxischen Beziehungen, wo ich von verschiedenen YouTube-Kanälen die Videos zusammengesammelt habe und zu jeweils einzelnen Themen eben zusammengefasst habe. Also narzisstische Mutter ist jetzt ein großes Thema. Es wird noch viele andere Dinge kommen,
werden noch viele andere Dinge kommen. Das war jetzt mal nur so der Anfang von dem Ganzen. Ja, und dann eben über mich. Und da gibt es auch jetzt immer noch eine Zusammenfassung, wenn du eingeloggt bist. Das heißt, wir haben aktuell 36 Mitglieder und es gibt das vor allem jetzt seit 2 Monaten. Also wir sind jetzt wirklich noch am Anfang, wir sind noch beim Aufbau. Und es würde mich freuen, wenn wir uns im Forum sehen, wenn du vorbeischaust, wenn du das, was du findest, wenn dich das interessiert, kannst du dich auch beteiligen, nachdem du dich registriert hast. Und wie gesagt, es würde mich freuen, dich dort auch zu sehen, wenn du dich dort auch vorstellst und wenn du dich auch einbringst. Beziehungsweise eben, du kannst dort auch einiges strukturierter und gesammelter finden als zum Beispiel im Blog. Und vor allem, du hast Blog und Videos immer zusammen. Also wenn ich etwas von beiden habe, dann stelle ich sie immer in den gleichen Beitrag rein. Das war es auch schon für heute. Ich wollte nur einen kurzen Überblick geben, weil eben aufgrund dieser Scanner, dieses Scannerbereich und dieser Narzissten- und Flying Monkey-Bereich, die sind relativ neu. Und darum haben wir gedacht, ich drehe jetzt ein Video, weil in letzter Zeit kam ich eh nicht dazu, über das Forum zu berichten. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich auch, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst, beziehungsweise wenn du eben rüberschaust ins Forum. Ich verlinke es dir wie immer unten in den Kommentaren. Und ja, wir sehen uns dann demnächst drüben. Bis demnächst. Ciao, baba.